Und dann bin ich wieder zurück zur nächsten Folge. Oh yeah. Wie viel Platz habe ich hier noch im Inventar? Genug. Ich vercrafte einfach mal alles. Obwohl, ich kann ja auch direkt hier liegen lassen. So. Zack. 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 Machen wir mal von allem direkt ein bisschen mehr hier. Und das war's jetzt? Was? Jetzt habe ich das alles vercraftet schon? Krass. Okay, diese Dinger. Die vercraften wir dazu. Dann haben wir 10. Dann packe ich die Pillar hier rein, das raus, das hier rein. Dann habe ich nochmal 5 Wände. Und das sollte jetzt eigentlich... Guck mal, jetzt ist es komischerweise weniger geworden, obwohl ich alles, was ich aufgehoben habe und vercraftet habe, noch in der Hand habe. Sehr, sehr merkwürdig. So. Kann ich mir die alle geben? Ah, ne. Dann liegt da einer am Boden. Das will ich ja nicht. Dann packe ich den ganzen anderen Scheiß mal wieder hier rein, ey. So, hier kommen so die Basics hin. Das ist ja relativ basic. Dann hebe ich die eine Wand noch auf. Und dann setze ich die jetzt mal. Ne, weil wie gesagt, wie ihr seht, es ist jetzt draußen Nacht und da habe ich keinen Bock draußen rumzulungern. So. So. Was ist denn hier? Hier brauche ich noch einen Pillar. Sonst kriege ich das nicht zu. Hier waren die Pillar drin, ne? Ja, einen Pillar. Ein Pillar. So, equip. Rennen wir mal hier hoch. Und schmeißen den hier auf die... Kann ich das nicht hier drauf packen? Der hat wahrscheinlich schon hier unten keinen Dingens, oder? Ne, das ist ja blöd. Okay, da muss ich das alles offen lassen. Oh Mann, ey. Mach den doch so da rein jetzt. Okay, egal. Ich widme mich erstmal hier den Außenwänden. Ne? Ach, und ich könnte mal direkt gucken, wie ich noch ein Window mache. Da werde ich wahrscheinlich mehr Holz für brauchen, ne? Ich guck mal eben. Wooden Window. Ein Wooden Doorway und ein Wooden Support. Und ein Wooden Doorway ist aus einer Wooden Wall und einem Wooden Support. Das könnte ich ja mal eben schnell hier runterjuckeln, ne? Wooden Wall. Mache ich hier überall Fenster hin? Ne, hier ist schon ein Fenster. Dann will ich das hier auf jeden Fall zu haben. So, das machen wir zu, weil hier kommt ein Fenster natürlich zum Garten raus hin. Ne? Hier kommt noch ein Fenster hin. Und hier kommt noch ein Fenster. Da kommt ein Fenster hin. So. Wie viel habe ich hier noch? 3. Dann nehmen wir nochmal hier die Wooden Supports. Und verkraften das Ganze mal. So, dahin. Dahin. Wooden Doorway. Und Wooden Window war dann ein Wooden Doorway und ein Wooden Support. Okay. Craft All, mache ich. Nehme ich mir hier noch 3 Supports raus, damit ich nicht so viel mit mir mitschleppe immer. So. Und dann habe ich One Windows. Geil. So, war ja doch schon einfach dann, ne? So, wie bauen wir das denn jetzt? Hier kommt auf jeden Fall ein Fenster hin. Hier kommt ein Fenster hin. So. Hier kommt ein Fenster hin. Ja, was mache ich hiermit? Hier müsste ich ja eigentlich einen Wooden Doorway noch hinmachen, ne? Und dann ist echt blöd, dass das jetzt offen bleibt hier. Das passt mir irgendwie gar nicht, ey. Kann ich denn nicht irgendwo hier die Treppe, die Rampe vielleicht verlegen? Weil das ist natürlich blöd, wenn das hier offen bleibt, ne? Also, ne, hier wollte ich hin. Ich versuche einfach nochmal den Wooden Pillar hier zu... Nee, da will er nicht drauf. Irgendwo hier so vielleicht. Hat der denn hier unten? Ich guck mal so aus dem Augenwinkel. Nee. Da hat er auch kein Fundament. Das ist echt blöd, ey. Naja, drauf geschissen. Ich habe erstmal hier meine Bude schön fertig. Ne? Oder muss ich hier noch ein Fundament hinlegen? Aber das kann ja jetzt auch nicht der Sinn sein davon, ne? Nee. Das kann es nicht sein. Aber ich brauche jetzt noch Wooden Platforms. Und davon habe ich sogar noch eine. Ah ne, mehr. 3. Geilo. Equip. Die knall ich. Dann kann ich mir nämlich direkt mal ein Dach hier hinballern. Und ich glaube, ich mache das einfach so. Ich mache hier noch ein Doorway rein. Lass das hier offen. Mach hier wieder ein Doorway rein. Und mach das dann quasi zu. So. Ne? Wieso kann ich das nicht zumachen? Das ist doch ätzend. Das, manchmal funktioniert es leider echt nicht so gut. Das ist ein bisschen schade. Weil hier... Könnte ich es machen. Nur weil hier drunter überall Wände sind, ne? Ach, guck mal. So. Ah, so platziert man das Ganze. Und hier geht nicht, weil da ein Pillar fehlt. Weißt du, ich hatte den Pillar die ganze Zeit bei. So. Einen raus. Pillar in meiner Hand.
Und dann knallen wir das mal hier hin, wa? Da so. Ich hab das doch gerade gesehen. Ich wollte doch sagen. So, die Wooden Platform. Die equippen wir mal. Oh Mann, das kriege ich auch nicht zu. Ja, das ist ja scheiße. Okay, das kriege ich aber noch zu. Das gefällt mir nicht. Da ich das so gar nicht zukriege. Das ist ja blöd hier. Warum ist das denn so? Weil das so schief ist wahrscheinlich und der dann da nicht mehr drankommt. Oder ich müsste hier noch einen Pillar hinstellen. Vielleicht macht das dann. Probiere ich mal aus. Ich nehme noch einen Pillar. Auch in der Hand. So. Und stelle den mal noch hier zu. Geht das hier irgendwo noch? Da. Da hätte ich ihn hinstellen müssen. Dann wäre es auch gegangen. Die Wooden Foundation. Wie geht die denn? Wooden... 3 Wooden Frames. Die könnte ich doch noch hier rumfliegen haben, oder? Wooden Plate. Nee, das sieht sehr schlecht aus. Egal. Obwohl, kann ich hier draus auch so was machen? Da mache ich halt dazwischendurch so ein Steinding rein. Ist mir doch egal. Oh, es ist kein Rezept. Na gut, dann lasse ich es halt hier, du Pillemann. Ne? Dann eben nicht, Junge. Ich müsste noch was trinken. Hier habe ich Apple Pie, Apple Juice. Wie viel macht das? Und was essen müsste ich auch. So. 2 Granola Bars, die müssen es jetzt hier rausreißen. So, was nehme ich, habe ich hier noch? Ich nehme mal noch 2 Apple Juice Boxen, damit ich mal richtig voll bin. So, trink da schön. Noch eine. Und die Granola Bar auch noch reingekloppt. Und jetzt geht es ab hier. Jetzt kann ich los. So, gehen wir mal eine Tür raus. Und ab zum nächsten Baum. So, hier ist die Dingens. Wie viel habe ich bei? 3,5 Kilo nur. Auch schön wenig. Ne? Dann kann ich richtig viel Holz nach Hause schleppen. War hier einer? Nee. Hier darf keiner sein, einfach. Wie viele Skillpunkte habe ich denn eigentlich? 78. Da, Stronger Mining and Shopping. Aber irgendwie gemerkt habe ich davon noch nicht so viel. Ich weiß nicht, ob das schon funktioniert überhaupt. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass nicht, aber ich mag mich täuschen. So, Sticks noch ein Log. Mann, nur 3 Logs wieder, ey. Ich hasse das so, wenn das so wenig ist. Es nervt einfach. Nervt hardcore, ja? So, aber scheiß drauf. Nächster Baum, neues Glück. Okay? Guck mal, boah, ein Stick, ein Log, noch ein Kackbranch. 3 Sticks, 2 Logs, 3 Logs, sonst nix, okay. Gehen wir weiter hier rauf. Schöne neue Bäume suchen. Sind hier nicht irgendwo mal welche in der Nähe? Da. Hier sind doch schön viele auf einem Fleck. Der Kollege ist als erster dran. Habe ich jetzt gerade mal so beschlossen. So, dem schlage ich einfach immer mit der Axt in den Bauch rein, bis der umfällt. Ja, der blutet noch nicht. Der ist halt ein extrem harter Typ so, der blutet nicht. Geil. Der extrem harte Typ, der hatte auch schön viele Loks für mich, ey. Guck mal, 12 Stück jetzt schon. Hatte ich vorhin nicht auch nur 9 oder so? Oder waren das mehr? Ich weiß es nicht mehr. Okay, hier ist noch meine alte Bude. Das bringt halt gar nichts, wenn ich die jetzt abbaue, leider. Man kann die Sache nicht wieder aufheben. Finde ich echt schade. Das wäre doch cool, wenn man die so recovern könnte irgendwie. Die Bäume hier sind viel geiler. Hier fällt viel mehr. Hier ist noch was. Sonst nichts mehr. Hier ist noch ein Bäumchen. Der muss auch noch sterben. Weil 2 Kilo kann ich noch tragen. Mal gucken, wie viele hier noch rauskommen. Sonst kloppe ich noch einen nieder. Ist mir scheißegal, ey. Wirklich, aber sowas von. Einen Schluck trinken hier. Wo ich gerade so auf seine Durstleiste schiele und selber merke, dass ich voll den trockenen Mund habe vom vielen Rumlabern, ja? Aber scheiß drauf. Sticks. Wie viel Platz habe ich jetzt noch? 11,8. Ne, für 0,7 Kilo fälle ich keinen Baum. Ne, da kann er lieber noch ein bisschen weiterleben. Obwohl. Ah, komm, einen gebe ich ihm mit, damit er schon mal weiß, was ihm bald blüht. Sotale. Ich hatte auch zwischendurch mal mit dem Gedanken gespielt, irgendwo anders mein Lager aufzuschlagen. Und ich habe den Gedanken auch noch nicht so ganz verworfen, weil irgendwie mir gefällt das hier mit diesem hohen Gras nicht, mit dem ganzen Kram. Ich glaube, was ich jetzt baue, lasse ich erstmal liegen und werde mir darüber klar, was ich genau machen will. Und dann werde ich mal rumfahren, aber das mache ich schon mal in den nächsten Folgen irgendwann nochmal gucken, was es so für... schöne Bauplätze gibt, weil ich meine, also der Golfplatz mit dem Leuchtturm, der hat es mir schon sehr angetan, muss ich zugeben. Und deshalb könnte es durchaus passieren, dass ich da einen umziehe. Aber erstmal gucken, was da so abgeht immer.
So, was habe ich noch? Bandagen, nix. Ich renne nochmal los und hole mal Holz. So, zumindest bis es hell ist. Oh, jetzt muss ich aufstoßen, ey. Meine Fresse. Und dann werde ich danach in der nächsten Folge, glaube ich ja, in der nächsten Folge, mal ein bisschen rumfahren und mir einen richtig geilen Building-Spot suchen. Und wenn es keinen gibt, wo ich sage, ja, ist okay, dann zieh ich auch nicht um. Ja? So, komm, wie viele Loks hast du mir spendiert? Einen. Einen? For real? Okay. Drei. Warte jetzt. Drei und vier Sticks. Okay. Das ist, glaube ich, ganz in Ordnung. Schlagen wir ihn noch weg, hier den Mond. Ich schlage die ganze Zeit pausenlos auf den Mond ein, weil er so nah vor mir rumschwebt. Immer wenn ich einen Baum hauen will. Oh, guck mal, der war gut. Hier waren schon mal vier drin. So. Guck mal, jetzt habe ich schon wieder sieben und acht. So. Ich will natürlich in Sichtweite meines Hauses bleiben, damit ich mich mal schnell zurückziehen kann, falls mich hier einer angreifen sollte, ne? Oder so eine Horde auf einmal. Das wäre noch cool, wenn er so, der Programmierer so laufende Horden implementieren würde. Die auch noch mehr Damage machen, so Oldschool-Zombies oder so halt, weißt du, die so voll drauf, die rennen können, am besten noch, die schneller sind als du. Damit man so ein bisschen noch so ein Bedrohungsgefühl hier hat, weil das habe ich jetzt nicht unbedingt so, dass ich jetzt insta sterbe. Ja, also, wenn jetzt einer kommt, dann mache ich den fertig und dann ist auch, ist ja Abend auch gelaufen für ihn, ne? So, wo sind hier noch Bäume? Da im Dunkeln, aber da will ich nicht hin. Nee, ich will jetzt nach Hause. Ich gehe jetzt schnell nach Hause. So, immer schön strafen, dann geht's schneller. Ne, haben wir alle rausgefunden. So. Höp. Weißt du, wenn ich nur so strafe, ist das schneller? Als normal zu laufen? Nee, sieht nicht so aus. Okay, das Holz, das lasse ich auch noch hier. Guck mal, jetzt habe ich 33 Holz erstmal hier. Das ist doch schon mal ganz nice, wa? Ganz töfte, wa? Und wie ich auf Erkundungstour sehe, das sehe ich in der nächsten Folge, ne? Deshalb schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt. Der spielt schon wieder Unturned. Ja? Haut rein. Tschüss.